Willkommen bei Aldi Mystery. Aber warum ist da diese Flüssigkeit drauf? Kommt es jetzt? Ich werd nervös. Oh mein Gott! Ich koche gefurzt! Maram und Mariam sind heute bei uns zu Gast. Neben ihrer Arbeit als Dolmetscherin und Mutter von 5 Kindern ist Mariam bekannt für ihre Kochkünste. Und Maram schaut sich ab, was sie nur kann. Aber auch von ihrem Familiengericht bekommt sie nicht genug. Makluba mit Hähnchen und Aubergine. Family Flavor. Wir kochen das Gericht eurer Familie. Hallo alle zusammen, ich darf heute recht herzlich in dieser bezaubernden Küche bei Family Flavor begrüßen. Zu meiner Rechten Maram und zu meiner Linken Mariam. Und kleiner Fun Fact, das ist meine beste Freundin, also jetzt for real. Und das ist die Mutter meiner besten Freundin, die mir das schönste Geschenk gemacht hat. Danke. Meine Habibis von Herzen, ihr habt mir heute ein wundervolles Gericht mitgebracht. Was ist es? Makluba. Das ist ein Reisgericht mit Hähnchen und Auberginen. Mit so Mandeln zum Beispiel oder Pinienkernen, die vorher noch ein bisschen angebraten werden in Butter. Schön fettig, lecker, das lieben wir. Und dann kann man noch dazu Joghurt essen zum Beispiel. Mariam, Maram, warum ist ausgerechnet Makluba so wichtig für euch? Ich glaube, egal wo ich wäre, wenn ich das Gericht essen würde, wäre ich auf einmal wieder im Wohnzimmer zu Hause. Okay, gibt es etwas, was ich tun kann? Bitte nicht, bitte nicht. Ach, bitte da sind, glaube ich. Bitte ja, bestimmt. Nein, nein. Salz entzieht ja Wasser. Ja. Und das machen wir jetzt hier. Das ist zu viel. Mit das der Hand wusste so. Ich. Lieber so. Genau. In diese Gewürzmischung kommt rein Pfeffer, Curry. Schwarzer Pfeffer, Curry und ist das Kurkuma? Oh, ja. Okay. Leute, seht ihr das? Guck mal, das ist wird so richtig. Crazy. Das ist Aubergine mit Salz. Aber warum ist da diese Flüssigkeit drauf? Was? Das ist die Wasser! Was bedeutet die Fastenzeit Ramadan für euch? Es ist der Monat, wo wir auf Essen und Trinken verzichten, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Mhm. Und ja, wo wir unseren Körper sozusagen cleansen, also sauber machen. Ihm Raum und Zeit geben, sich auf andere Prozesse im Körper zu konzentrieren. Dass wir auf unser Verhalten achten, darauf, wie wir mit anderen sprechen, dass wir nicht lügen, dass wir all diese schlechten Dinge nicht tun. So. Genau. In diesem Monat, wo wir alle zusammen auf einen Tisch sitzen, wir essen zusammen. Ja. Also ist das Beisammensein ja auch so ein Punkt, der im Vordergrund steht. Mariam, ja? Wo hast du eigentlich kochen gelernt? Ich war 18 Jahre, ich bin nach Deutschland als Familiennachzug gekommen und leider, ich konnte damals nur Eier braten. Und ich habe das Schritt für Schritt gelernt, vielleicht ein paar Rezepte von Mama gebracht und ein paar Rezepte von meiner Schwiegermutter. Und sonst habe ich immer Bücher gebraucht, diese Kochbücher und sowas gelesen und selber versucht. Und ich habe immer alles geschafft, Gott sei Dank. Die müssen wir noch so ein bisschen trocknen, bevor wir die reintun. Dann die Wasser weg. Und danach ein bisschen abtrocknen und... Also ich spüre gerade ein bisschen so dieses Familiending, muss ich ehrlich sagen. Dieses Zugucken und während alle kochen. Ja, also Makluba mit Hähnchen, das ist ein Reisgericht, was geschichtet wird. Ja. Das heißt, du hast einen Topf, da machst du erstmal was drunter? Hähnchenbrust, dann wieder Auberginen ja und dann wieder Reis, dann wieder Hähnchenbrust, ja, Auberginen, Reis. Okay. Und mache ich Wasser dazu, gesalzen und mit Pfeffer alles drum und dran. Was ich bei euch beiden so wunderschön finde, ist die Tatsache, dass ihr so close seid. Mhm. Also ihr seid ja auch Friends. Friends. Ja. Beste Friends. Aber beste das hat mir meine Mama auch immer so gesagt. Ja? Egal, wenn irgendwas war, war das immer so, Maram, ich will, dass du weißt, ich bin nicht nur deine Mama, ich bin deine Freundin. Und mit mir kannst du auch Dinge besprechen, die dir vielleicht nicht so angenehm sind oder so, also die dir unangenehm sind. Darf ich fragen, was? Wenn ich so Liebesprobleme vielleicht hatte oder so. Der Crush, der hat mich nicht zurückgemacht. Ist ab und zu mal passiert. Ich weiß auch nicht warum. Deckel? Zum den passenden großen. Deckel dazu. Das der? Ja, bestimmt. Ja, das ist er. Nein. Und lassen wir das 15 Minuten. Nach 15 Minuten verbereiten wir extra Butter mit Pinienkerne und so. Diese Geschichte jetzt gerade mit den Nüssen, ist das auch etwas, was jetzt alle anderen machen, die Makluba kochen? Oder? Die meisten. Vielleicht. Für dich, ich ja denke, es ist so gefährlich. Sie hat keine Hoffnung. Hat geklappt bei dir? Wow. Perfekt. Deine Tochter ist ja ausgezogen vor kurzem. Da hast du ja super viel Zeit zu Hause. Nein, ich arbeite als Integrationsvermittlerin. Ich habe fast 485 Familien. 485 Familien hilfst du? Ich helfe den Leuten beim Brief für Anträge auszufüllen, wann die Probleme haben. Die kommen zu mir. Ich kontaktiere mich mit allen. Okay. Kamikushi, Kamikushi.
Kommt das jetzt? Machen wir das jetzt? Also müssen wir es nicht jetzt zusammen machen? Alle zusammen? Ja, wir brauchen... Ich werde nervös. Ja. Vorsicht. Was hab ich gemacht? Ja, mach rüber mit Händchen. Oh. Oh. Das schneiden wir raus. Ist nicht schlimm. Oh yeah. Oh yeah. Ja, yeah. Yeah. Wir haben alles, ne? Machlober. Oh yes. Joghurt. Ich hab alles. Ich hab alles, was ich brauche. Granatapfel haben wir auch noch. Alles bereit. Als Feature. Das sieht echt gut aus. Die Farbe ist auch sauhübsch geworden einfach. Was sagt man auf Libanesisch? Bismillah. Wenn es Ramadan. Allahumma laka sumtu ala rizkika aftart wa bika amant wa alayka tawakkalt. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sag das jetzt einmal nach. Habibi. Ich wünsche euch Habibi. Guten Appetit. Vielen lieben Dank für die Mühe. Oh ja. Warte, ich muss ganz kurz noch essen, weil das ist echt lecker. Madame, du machst sowohl Content auf TikTok als auch Content auf YouTube. Und du hast ein riesen Talent, was viele nicht wissen. Du hast eine echt krasse Synchronsprechstimme. Ich wollte eigentlich gerade noch mein Essen genießen, aber... Wenn du das schon so sagst, dann okay. Wo hast du das gelernt? Ich weiß nicht. Nach Ramadan folgt ja auch immer das Zuckerfest, ne? Wann genau ist denn das Zuckerfest? Ist es direkt nach Ramadan? Ist es nicht ein bisschen später? Direkt einen Tag. Jeder feiert so ein bisschen unterschiedlich. Früher war das mehr so, man ist bei den Cousinen und den Onkel und Tanten und so, man besucht sich gegenseitig. Mittlerweile ist so ein bisschen, jeder ist so erwachsen geworden und hat so ein bisschen sein Ding oder, ja, aber eigentlich gehört sich das so, dass man mit der Familie das verbringt. Normalerweise steht auf Arabisch kein Zuckerfest, sondern die sagen, das ist El Iftar, Eid al-Fitr, das ist der Fastenbrechenfest. Ich kann euch von ganzem Herzen empfehlen, Maqluba mit Hähnchen nachzukochen zu Hause. Alle Infos dazu, Zutaten und Rezept findet ihr in der Infobox. Und wenn ihr Bock habt auf noch mehr leckeren Food-Content, dann könnt ihr hier und hier weitere Videos anschauen. Lasst dem Kanal unbedingt ein Like und ein Abo da. Kommentiert, was das Zeug hält. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Family Flavor. Tschüss!